Grüß euch wieder einmal! So, wir sind unterwegs, oder ich bin unterwegs zu einer Käferfläche. Ja, da haben wir schon ein bisschen was rausgerissen, ihr seht es im Hintergrund. Ihr seht es im Hintergrund. Der John Deere ist voll geladen. Und ich bin schon am Wegfahren. Aber da muss ich alle mal wieder was wegfahren, dann mal wieder was rausbringen, weil so viel Käfer ist da drin. Ah, genau, und da schauen wir jetzt mal rein. Ja, seht ihr ein bisschen das Gebiet? Hinter mir geht die Rückegassen rein. So viel Kleidung was dazu. Da ist ein Feld. Entlang geht der Weg. Da ist ein Trolldau gewesen. Das ist jetzt weg. Darum arbeitet man da auch das Feld raus. Nichts erschlossen. Alles am Hang da. Sieht man jetzt alles nicht so, aber das ist alles am Hang. Haben wir schon Rückegassen da oben eingemacht, letzten Winter. Ihr könnt euch noch erinnern, ich habe auch ein Video gemacht. Verlinke es euch in der Videobeschreibung. So, und jetzt haben wir da herum an den Käfer erinnert. Sieh hier an, der ist gipfellos tatsächlich. Schon hier. Aber der Rampbaum, den lasse ich stehen. Auch gipfellos. Ja. Nicht erschlossen, gar nichts. So, jetzt haben wir da erst einmal eine Rückegassen reingerissen. Und zwar. Eins. Zwei, drei, vier. Vier Ebenen von Rampen weg stillen, also Rand stillen und dann parallel zu den Rampen eine Rückegassen reingemacht. So, das ist jetzt einmal der Plan gewesen. Da haben wir zwei, drei Wegzüge gemacht, die waren faul. Also perfekt. Perfekt. Und da rein ist jetzt die Rückegassen. Ja, da schon ein paar gespritzt. Ja, erstens einmal ist der Gipfel los, schaut es mal auf. Da oben ist kein Gipfel. Wifter. Ja. Kommt weg, war kein Problem. So, dann haben wir da noch einen gespritzt. Der ist auch Wifter los, okay, alles klar. Hauen wir weg, gar kein Problem. Da eine Rückegasse. Mit unserem kleinen Vatikanesel. Also besser geht's nicht. Naturnaher, glaube ich, geht das nicht. Doch, geht schon. Mit den Pferdl. Doch, mit den Pferdl. So, da oder erinnert. Haben wir jetzt gescheit einmal aufgemäht. Weil da ist gescheites Käferloch erinnert. Ja, ich drehe mich mal um. Jetzt, da haben die 35 Bäume oder was weiß ich. Haben da erinnert. Gewehen. Angespritzt sind auch schon wieder 20, 30 Bäume. Schaut es euch an, im Hintergrund. Das sind alles Käferbaum. Alles. Komplettamente. Wenn du her schaust, einmal. Sieh ich sofort. Erstes Indiz. Einmal. Schaust da hin. Liegt einmal um. Natürlich schau, bevor das geringt hat. Dann harzt da aus. Überall Harzgallen drauf. Wenn du dafür schaust mit dem Fernglasel, das ist eigentlich das beste Indiz, wenn der Wiftel um direkt verharzt ist. Da hast du noch gut erwischt. Da ist er voll in Gange. Und die haben alles ziemlich verharzt. Die werden wir jetzt dann ausreißen. Den nächsten Tag, dann haben wir nämlich das weg. Ne? Und dann schauen wir weiter. Weil ihr müsst euch vorstellen, das ist eigentlich wieder ein Brachbeispiel vom ein Käferloch. Weil die Sonne im Sommer, die geht da um, jetzt ist es da. Hinter der Kamera, da, der geht da um, das heißt, der Fleck, der hat immer eine Sonne. Der ist früh im Jahr warm und lang warm, also immer warm. Der ist fast nie kalt. Das heißt, eigentlich, da macht es der Käfer gern, weil der ist eingeschiert. Da sagen wir es so, wie es ist. Und da werden wir noch lange frei haben, der erinnert. Nur dazu, sind alle faul, sind alle stockfaulig. Wenn du sie anschneidest, das ist alles nichts Gescheites. Frage an euch, an die Profis. Und was liegt das? Da ist eine Feldtrasse. Gut ist auch, dass da Spritzmittel oder was herdrückt. Weißt du, wie ich meine? Da haben Baum erinnert. Haltet euch fest. Die haben BHD 50 cm, aber 30 Jahre alt. Also haltet euch mal fest, oder? Brutal! Da haut es die weg. Schnell gewachsen. Das heißt, kriegt der von dem Feld einen Dünger? Frage an euch. Schreibt es in die Kommentare bitte rein. Vom Feld einen Dünger rein, er druckt. Aber kein Baum
ist da wirklich gut. Schief krumm und schief voll ist alles nicht gesehen. Ganz komische Nummer. Da schaut es euch an. Schaut es euch selber an. Oder schaut es euch an, die Fichten da drinnen. Da. Seht es, ja? Ja, drin. Aber hier habe ich den Bummis. Das ist nicht einmal mehr S, das ist ein Doppel-S. Und da, oder? Schaust du einer? Findest du keinen Schein. Also, das ist echt eine ganz große Nummer da drinnen. Dahinter geht es weiter. Aber das kommt mir jetzt gerade gelegen. Da hinten wird's, weil da werde ich dann eine Rückgasse neu machen. Das heißt, da einer, wie ich es euch gesagt habe, parallel zu den Rampen, einer, und dann 90 Grad ungefähr, nicht? Ihr seht es auch hinter mir. Ja, da geht es einer parallel, da hinten vorne steht der Hirsch, und parallel zum Rampen einer und dann da oben. Da oben und da weiter, da weiter. Und dann kommen wir da oben in die Wiesen. Und da brauche ich eine Rückgegossen oben. Da brauche ich eine Rückgegossen eh oben. Und darum kommt mir das eigentlich ganz gelegen, dass da jetzt der Käfer ist, weil eine Rückgegossen müsst ihr eh machen, also es fällt jetzt zusammen. Ist so scheiße, ein Käfer und so weiter. Alles gut, aber ich müsste sowieso rausschnalzen. Also das passt jetzt gerade gut. Weil dann kommen wir nämlich da oben mit unserer Rückgegossen, am Stich welche und dann passt das. Aber wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Die Nummer da erinnert. Das wird spannend. Weil die Bäume sind krank, also das heißt, die haben schwach. Und stehen also immer in der Sonne, früh im Jahr in der Sonne, spät im Jahr in der Sonne, immer warm und wenig Wasser, weil es eine Hanglage ist. Das wird spannend mit den Bäumen da. Gehört was anderes her. Wahrscheinlich gehört was anderes her. Keine Fichte. Jetzt müssen wir halt gescheit herheben, weil 25. August wird noch da Mais gesagt. Nein, Raps. Raps kommt her und da muss da wieder das frei sein. Aber wir müssen ins Feld reinrücken, weil das hilft nichts. Ihr seht so die Menge. Und was will ich da machen? Ja? Wenn ich ins Feld rücke, das werden wir dann wieder alles sauber aufräumen. Und dann passt die Sache. Aber bis dahin muss fertig sein. Und ich hoffe natürlich, dass es nicht regnet, weil sonst hast du keine Chance. Also, ist so. Da seht ihr es zum Beispiel rückgegossen. Wie geht da oben? Wir haben im Winter schon mal mit dem Vatikan ins Laufen gefahren, ob wir aufkommen, ohne Probleme. Musst halt, musst ein bisschen Anlauf nehmen. Ja, genau. Da eine geht auch nicht. Seht ihr, Rückgegossen. Sind Rückgegossen wirklich das richtige Werkzeug? Das frage mich alleweil. Gibt Vor- und Nachteile. Nehmen wir nichts weg. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich so Rückgegossen geht ohne nimmer. Weil allein mit dem Sturm, also ich meine, die Stürme, die Gewitter, die haben viel schlimmer geworden. Die haben merklich schlimmer geworden. Der Regen, und der Wind ist brutal. Meine Meinung. Das, was ich jetzt so beobachtet habe. Das heißt, das Holz, was jetzt da heraus steht, das kann mit dem nicht umgehen. Das kann mit den Sachen nicht umgehen. Jetzt ist es so. Jetzt drückt da ein Wind hin, der Baum nicht kennt. Ja, in einen Rampbaum. Sogar der Rampbaum kennt ihn nicht. Drückt hin und drückt der Schneisen rein. Jetzt muss ich schon sagen, ein Rampbaum ist zwar ein Baum, der ist nichts wert, wenn man es einmal so ökonomisch betrachtet, weil viel isst und so, weißt du schon, wie man. Aber das ist ein brutal wichtiger Baum für das ganze Gefüge, die ganze Gemeinschaft in dem Wald drin. Und jetzt, wenn ich da Rückgegossen mache, dann habe ich zwangsläufig irgendwie, wie soll ich sagen, eine Gasse halt, ne, durch. Das war auch irgendwie Rampbaum werden. Jetzt, wenn ich das im Feld reintol, dann habe ich um die Feldrassen um mich irgendwie rückgegossen und dann entstehen ein Rampbaum. Und die Rampbaum halten das ganze Gefüge zusammen, weil der Rampbaum hat an einer Seite ist und an der anderen Seite hat er Wurzel, da haut es die weg.
Das heißt, der hält das ganze Gefüge zusammen. Der lohnt sich einen anderen dann hin und die halten miteinander den Wind draußen. Jetzt, wenn da Rampermassen um sind, kann fast der Wind nicht mehr rein. Aber das geht bloß mit rückgegossen. Weil wenn ich da großflächig hektarweise Wald habe, das war nicht erschlossen ist, sagen wir mal im Flachland, ne? Und da sind keine Rückgegossen drinnen. Und jetzt kommt der Wind und drückt tatsächlich ein paar Rampen um, weil die haben jetzt gerade schwach beieinander auf der Brust. Dann haut er Schneisen durch, dass alles zu spät ist. Ansonsten, wenn Rückgegossen da waren, dann waren so ein paar so Rampen, sag ich mal, drin, ne? Weil ja Rückgegossen macht aber ein Licht, dann kommt ein Licht rein, dann wachsen ein Mist hier, auf gut Deutsch gesagt. Dann wachsen die Rampen wie ein richtige kernige Krippeln, ja, die halten das Ganze zusammen. Also, das ist das Erste und das Zweite ist natürlich in die Rückgegossen weggefahren. Jetzt sagt der eine oder andere, das ist eine Bodenverdichtung. Ja, das ist eine, aber in dem Fall ist es gut da dort, weil durch das Fahren glaube ich, dass der Wald das schön verdicht. Ja, für die Wurzeln ist es nicht gut, aber der Baum, der war an der Stelle von der Rückgegossen steht, der lernt damit umzugehen. Weil der wird ja sein ganzes Leben von klein auf, ne, wenn halt durchforstet wird, ne, wenn Mastkrug gestürzt ist, wird durchforstet. Und ab dem Zeitpunkt lernt er, dass ihm über die Zeicher drüber gefahren wird. Stellt euch das vor. Ihr steht dort und einer fährt euch jedes Jahr über die Zeicher drüber. Irgendwann sagt sie auch, naja, ist ja normal. Passt doch. Die Zeicher halten es aus. So. Und genauso ist doch bei dem Baum auch. Ich glaube, an der Rückgegossen, die Baum, das tut ja nichts. Weil sie es gewinnt werden. Und die werden stark. Weil da, wenn immer gefahren wird, dann wird das verdicht und druckt und druckt und druckt. Und so wird werden die Felder immer stabiler. Dann hast du so 50 bis 70 Jahre allerweil in der Rückgegossen, so, wo gefahren wird. Es wird durchforstet, dann wird wieder was ausmachen und so wird da gefahren. Und dann fügt sich das, wird das auch so stabile Felder, so, ist ja so koordinatensystemmäßig, ne? Die werden so stabil durch die Rückgegossen. Also darum finde ich, die Rückgegossen haben eine gute Sache. Das hat jetzt nichts mit dem Harvester oder Prozessor zu tun. Gar nichts. Weil da kann ich mit dem Vatikan genauso fahren in den Rückgegossen drin. Und dann kann ich hinfahren und wenn ich Käferpflege irgendwo habe, dann habe ich nicht so weit hin zum Käferbaum. Dann kann ich reinfahren, dann kann ich mit der Wind das Wasser rücken. Also, wenn ich hektarweise abpflanze und nichts mache und hochwachsen lasse und nichts mache, keine Rückgegossen, gar nichts, und ist drinnen irgendwas, weit drin. Erst einmal durch den Dschungel durchschneiden und dann schneidest du irgendwo willkürlich eine Rückgegossen aus, da wo dann die Bäume, die wo daneben stehen, überhaupt nicht vorbereitet sind auf das. Und das kostet einem das Leben, das garantiere ich euch. Also, wenn man sich das einmal so überlegt mit Rückgegossen und so weiter, ist das keine schlechte Sache. Also, das war es wieder zum Thema Rückgegossen und dem Käferfleck im August 2024. Jaui. Ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuschauen und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr das? Servus! Jaui.